Ich begrüße Jonas Lehmann von Your Firm. Hallo Jonas. Hi Udo, grüß dich. Du bist Vertriebsleiter von Your Firm, und auch schon seit über 10 Jahren bei Your Firm. Ja. Glaube, direkt nach dem Studium dort eingestiegen, wenn ich mich recht erinnere. So ist es. Da gab es wirklich nur eine Excel-Liste, ein Telefon und die ersten Kunden irgendwie. Ja, ich kann mich auch erinnern, als Jörg Kümmerle durch den Markt tingelte und sagte, ich habe da was Neues für den Mittelstand. Your Firm fokussiert sich wirklich auf den Mittelstand, lässt größere Unternehmen auch gar nicht zu auf der Plattform. Das ist vielleicht interessant zu wissen. Das Ganze seit 2010 und ist dementsprechend auch eine feste Größe, gerade für unsere mittelständischen Kunden auch. Glaube, muss man auch nicht viel mehr Worte darüber verlieren. Ihr arbeitet ebenfalls regelmäßig daran, Reichweite und Performance eures Inventars, also für eure Jobs, zu verbessern. Vor kurzem habt ihr wieder mal dem Thema Stellentitel vorgenommen. Und ich finde es ganz spannend. Wir kriegen solche Infos ja immer einen Tick vorher als Agenturen. Dein Pitch-Thema heute: So boostern Sie mit dem Upgrade alternativer Stellentitel Ihre Anzeigenformate. Ist jetzt deine Zeit um? Deine 100 Sekunden starten ab jetzt. Vielen Dank, Udo. Heute geht es um das Upgrade alternativer Stellentitel, mit dem Sie Ihre Anzeigenperformance boostern können. In einem schwierigen Bewerbermarkt, und da sind wir heute, ist es besonders wichtig, wirklich alles aus Ihrer Stellenanzeige rauszuholen. Und mit dem alternativen Stellentitel erreichen Sie Ihre Zielgruppe noch besser und noch genauer. Und so funktioniert das Ganze jetzt. Ihre Stellenanzeige läuft die ersten 10 Tage ab Schaltung als A/B-Test parallel mit zwei Stellentitelvarianten. Die Anzeige selbst bleibt ansonsten komplett identisch. Nach diesen 10 Tagen wird für den Rest der Anzeigenlaufzeit die Gewinnervariante automatisch übernommen. Die Gewinnervariante ist letztendlich der Stellentitel, der in den ersten 10 Tagen mehr Bewerbungsaktionen oder Signale generiert hat. Insgesamt erzeugt die Stellenanzeige mit diesem Upgrade bis zu 15% mehr Anzeigenaufrufe und Bewerbungsaktionen. Die bessere Performance kommt letztendlich einerseits durch die reine Doppelschaltung zustande und andererseits durch die inhaltlich differenziertere Zielgruppenansprache, da sie ja so mehr potenzielle Bewerber inhaltlich abholen. Den zusätzlichen Titel selbst stimmen Sie am besten direkt mit Raven 51 und Ihrem Ansprechpartner dort ab und uns diesen dann übermittelt zusammen mit der Anzeige. Übrigens ist dieses Upgrade kostenfrei, wenn Sie Ihre Anzeige in unserem strukturierten Layout, dem sogenannten Performance Design, schalten. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre nächsten Anzeigen auf Your Firm schalten und das am besten mit dem alternativen Stellentitel. 3, 2, 1 und Treffer. Alright, ich und mein Wecker sind heute keine Freunde. Habe ich Glück gehabt. Ich finde es sehr spannend. Vorweg, wir arbeiten dran. Im Moment müssen wir es wirklich händisch zu euch mit rüberliefern noch. Wir arbeiten gemeinsam mit Hochdruck daran, dass wir ansonsten arbeiten ja komplett über Schnittstellen mit den Jobbörsen zusammen, dass wir das systemisch rüberkriegen. Sollte hoffentlich zeitnah der ba Fall sein. Sie können es nichtsdestotrotz schon nutzen. Gucken wir mal. Irritiert das nicht Stellensuche, wenn die gleiche Anzeige mit zwei Titeln unterwegs ist? Also die Frage haben wir auch schon bekommen, haben uns auch vorher vor Produkteinführung gestellt. Es ist bisher überhaupt kein Fall aufgetreten, wo irgendein Bewerber gesagt hat, das ist ja jetzt was ganz anderes. Die beiden Titel sind ja auch immer inhaltlich sehr miteinander verwandt. Von daher, nachdem die Anzeige ansonsten absolut identisch ist, gibt es bisher keinen einzigen Fall, wo es ein Problem gab. Ich glaube, das ist so ein bisschen, da muss derjenige auch diese Anzeige ja wirklich zweimal finden. Das ist, also dem Unternehmen folgen, was ich als Unternehmensvertreter tue, der Kandidat aber auch nicht in meinem Regelfall. So, da, 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 da. Wie soll es dann auf der Unternehmenskarriereseite gelöst werden? Ist natürlich Frage des Bewerbungsweges, ne? Absolut. Also es ist ja nach 10 Tagen steht ja fest, was die Gewinnervariante ist. Das heißt, da könnte man es nochmal anpassen. Ich muss aber wirklich sagen, wir haben da bisher gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Dadurch, dass der Bewerbungsweg ja identisch ist, läuft ins BMS oder über die E-Mail, gab es da jetzt nie Rückfragen. Also von daher, wir haben auch mit mehr Stolpersteinen gerechnet, war aber bisher gar nicht der Fall. Ja, ich, also aus meiner Sicht auch,
wenn ich dort vom Bewerbungsweg es auch gleich so gestalte, dass über den Bewerben-Button ich eben auch nicht mehr über die Karriereseite komme oder ähnliches, sondern direkt in ein vorhandenes Bewerbermanagementsystem oder eine E-Mail-Bewerbung auslöse oder wie auch immer, kommt es eigentlich nicht zu diesen Irritationen. Ansonsten kann man natürlich auch beide Titel bei sich auf der Homepage hinterlegen, je nachdem, ob das von der Länge her sinnvoll ist. Ja. Eine grundsätzliche Frage, die gerade noch reinkommt, bis zu welcher Anzahl Mitarbeitenden in Deutschland gelten Firmen bei euch als Mittelstandsunternehmen? Wir sind da recht großzügig, also bis zu 5.000 Mitarbeiter in Deutschland, weil es ja Branchen unterschiedlich ist. Ein Logistikunternehmen ist viel schneller groß als eine Unternehmensberatung zum Beispiel. Mhm. Also. Andere Frage, nochmal sehr viel konkreter. Gibt es Empfehlungen, je Zielgruppe, welche zwei Titel am besten funktionieren? Also ich nehme ja an, dass ihr das ein bisschen trackt, verfolgen werdet, etc. Definitiv. Also beispielsweise ein Sales Manager oder ein Mitarbeitervertriebsinnendienst. Das wäre zum Beispiel eine Variante, die sehr, sehr viel bringt. Bei einem Elektroingenieur kann man zum Beispiel noch die Branche ergänzen als Alternative. Da ist der inhaltliche Unterschied aber nicht ganz so groß. Trotzdem bleibt ja die Doppelschaltung. Ja, also ich denke auch, ne, einmal englisch-deutsche Begriffe ist sicherlich etwas. Mhm. Dann ist ja immer die Frage, schreibe ich Engel oder generisches Maskulinum aus und mache MBD oder schreibe ich komplett weiblich aus? Da kann man sicherlich nochmal probieren. Ich glaube, in jedem Fall wäre es wichtig, sich zu verzichten auf interne Spezialbezeichnungen. Genau. Oder man entscheidet sich nicht und überlässt es letztlich der Automatisierung. Genau. Wunderbar. Jonas, vielen lieben Dank. AB-Testing, Marketing auf HR angewandt. Wunderbar, genau. Gefällt mir gut. Wie gesagt, systemische Übertragung demnächst. Händische Übertragung geht schon jetzt. Können Sie mit Ihrem Kundenberater machen.